Grüß euch die Mädels, servus die Buben, zu einer neuen Folge High Roller in Vienna. Ich heiße euch herzlich willkommen. Für mich heißt es im Taxi ab zum Casino, an die Tische. Die High Roller sind schon bereit und gleich geht's los. Viel Spaß! Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den einmal nicht so alles durchgehen lassen. Ja, der schuft uns alte Herren da durch die Gegend. Das ist ja unglaublich. Ich habe die ganze Zeit 7-2, aber ich denke mir, sonst fällt es auf. Also, den glaubt man keiner, den zeige ich gar nicht. Auf die 500 verzichten. Also den funktioniert. Übrigens, gell, die anderen zahlen nicht mit. Der nicht sitzt, hat der Pech gehabt bei 7-2. Sollte man eigentlich so machen, ja. Ja, wenn ich es schon mal habe, möchte ich es kassieren. Ja. So sieht's aus. Tada! Blind 2 oder was? Goblin. Nein, er muss ja spielen. Ich wäre schon lieber, du hast weggehaut. Dass ich von dir einmal einen Jeep habe. Auf mit dem Blödsinn. Das ist ja Gemeinheit. Wie der meine Gutmütigkeit ausnutzt. Das ist unglaublich, wie nervös der mich immer macht mit seinem langen Nachdenken.
Ja, wer lacht? Der hat nur irgendeine ganz schlimme Idee. Auf der Bahnfahrt zum Flughafen, wo ich jetzt hergeflogen bin. Oh, in Deutschland hat schon übelst viel Schnee draus. War halt zeitlich alles sehr eng und dann ist der scheiß Zug noch stehen geblieben, weil irgendwelche Bäume in der Oberleitung und das war sehr eng. Das ist auf jeden Fall lange überlegen und dann hat trotzdem Zeug. Auf jeden Fall habe ich ihn geschrieben, ja, hier Zug steht und so. Drilling. Nicht gut. Dann hast du mal die extra 100 auch gekostet. Dann bin ich richtig sauer. Mir ist es rein um die extra 100 gegangen. Gut, dann gewinnst du. Ich hätte fast gefolgt. Ja, es nutzt mir so, kriege ich ein Gratis-Show dann, aber ich war jetzt so geil auf der 7-2. Verloren, auch bloß gut. Ich habe extrem Dörr noch einmal gerast, aber er wollte einfach nicht. Wie kommst du in die Hand? Racen selbst? Einen Button habe ich gerast. Was soll denn zwei Blinds? Krass. Ich meine, ich hätte ihn alle auch gerast mit 7-2. Das ist das erste Mal, dass ich es gekriegt habe. Und 7-2 geht. Du musst einfach alles glauben, was du sagst. Du sagst, ja, hättest du lieber weggeworfen. Das ist auch wahr. Voll im Klappen, ja. So. Hast du die Streichhölzer irgendwo? Schön! Danke sehr. Ja, es geht los. Ich hätte eine Anmeldung, ich hätte das erste auch zu hören, oder? Frage mal uns auf der Erde. Sonst hätte es dir ein 100er gekostet. Dann würde ich mein 7-2 nicht durchreitschen können. Trotz des Flops von 7-7-6. Ich flop 3-7. Wir haben auf dem Flasch jetzt hast du schon mit 7-2 auf, ich gleich mit der Dres auf. Da hat er Flop 7-7-6. Auch spielt Dres, dann kommt der Flasch, spielt er auf, Dres ihn nur einmal. Von innen oder was? Nein. Riva noch die Vernunftvariante. Check, check, auf was für eine Hand sollst du mal Geld geben. Super, danke dir. Spielst 7 mal? Ja, so was in der Art. 2, 5, 6, ja, knapp 7.
Ich rechnete damit. Na, man hätte es auch checken können. Nee, das ist. Was ist noch möglich? Folg nicht so viel, wenn du es eh nicht verstehst und wieder so eine globale Antwort kommt. Du weißt, was du mit der Art machst, ist nicht sehr beliebt. Das Affiliate vom Finanzamt musst du mal höflich sein, weil sonst da hast du nicht so viel. Unglaublich. Oder nicht? Du. Ich brauche nichts davon, ist ja alles auf Stream. Ja, aber wir haben ja noch keine Zeit zum Recherchieren. Das stimmt allerdings. Much of a play. No, 11? I think 11 and a half more. Yeah, more.
Switzerland. Nehmen wir im Trockenen. Die zwei Gläser können immer voll sein, ja, hinterm Tisch. Ja, die werden immer getrunken. Okay, und sei so nicht drüber, können wir sagen, das liegt da drüben auf dem Couch. Danke. Stimmt das nicht, oder? Liege ich da jetzt falsch, oder? Ja, die sind ja immer voll, weil die trinken ja nichts. Die sind immer leer. Das ist verdunstet. Die sind immer leer. Ja, verdunsten jetzt, ja. Nein, nein, heute ist ja Freitag. Außerdem sind wir in Wien. So in etwa. Alles. Koch.
Gut. Ja, das hat doch 15. Ja, Marc, interessante Hand, oder? Haben wir gerade erlebt. Wie war das aus deiner Sichtweise? Ja, ne, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. sag mal, kommt halt Open Racer 500, die sitzt im Double Straddles für 200. Hab halt 10, 8 suited, wird eigentlich immer bezahlt. Ne? Naja, jetzt flopp ich halt den Drilling 10er und da ist quasi die Hand auch schon durch. Jetzt kann man halt überlegen, wie man die Kohle reinbringt, ob man jetzt einen Flop direkt von vorne anspielt, ob man Flop check raised, ob man Flop plus called und dann am Turn was macht oder wie auch immer. Fest steht, es geht halt rein. Speziell dann mit der 8, die am Turn noch fällt zum Full House. Also, mit der Hoffnung, dass natürlich der Gegner irgendwas mit Ass-König hält oder sowas in der Richtung, oder? Oder, ja, keine Ahnung, halt denkt, dass ich da bluffe. Ich habe ja genau dieselbe Line mit dem check raise am Turn vorneweg schon mal als Bluffe spielt. Mhm. Also er kann halt ziemlich viel haben, womit er mich gerne mal runtercallt. Ja, es ist halt schlecht gelaufen. Am 8, die 8 am Turn, ich meine, macht jetzt das Kraut auch nicht mehr fett, wie man bei uns in Österreich sagt. Ja. Aber natürlich, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach und denkt so, okay, wie kriegt man jetzt komplett die Kohle? Ne? Das hat funktioniert, die Kohle war auf jeden Fall drin. Also, sag mal, Hand ist gut gelaufen, aber dann im Showdown, da musst du zweimal gucken und dachte mir dann so, okay, alles klar. Also mir fällt jetzt quasi bloß eine Variante ein, wie vielleicht ein bisschen was sparen kann. Jetzt und das, raus damit. Und das, wenn er den Flop behind checkt. Weil dann wird es mir auffallen. Aber wie mit den dann OG... Dann wird es mir mal auffallen. Wenn dann geht die Turn-Action wahrscheinlich so, dass ich anspiele ja. Und er mich bezahlt und einen River nochmal anspiele und er plötzlich raised. Mhm, da würde ich mir dann, denken so, aber wenn er einen Flop anspielt, ist die Hand vorbei. Ja. Da ab dem Zeitpunkt ist quasi alles drin. Und jetzt spielst du ja doch öfter mal so diese höheren Partien. Wie oft im Jahr passiert sowas? In höheren Partien bei mir eigentlich regelmäßig. Weiß nicht so. Das ist halt, keine Ahnung, ich spiele in so High Stakes vielleicht, keine Ahnung, ein paar tausend Hände oder so im Jahr. Und im Mid- und Low-Stakes-Bereich spiele ich so zig hunderttausend Hände. Und trotzdem ist so Verhältnis von den Setups so 50-50. Oje. Naja, man will ja nicht rumheulen, aber es passt schon. Was soll's, ist halt, muss man durch, ne? Dann hoffen wir mal, dass es anders aus. Richtig, dann hoffen wir mal, dass da bis hier jetzt wieder was reinkommt und ich wünsche dir noch viel Glück und schöne Hände noch. Das darf sein, vielen Dank. Wir sind ja noch ein paar Tage hier. Oh, Mann, ja, ne? Mal fast rüber, Prag. Ja, wir sind Time for Slow. Ah ja, Cup Kids will ich ja, genau. Sagt der Everly. Always in time to give Markus my money. Ja. Ja. Seems so. Was haben Sie verändert? Mit der. Schon wieder vor Ort. Wie viel tut man davor auch, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist echt nicht. Das ist krass. Oh, dann haben wir aufstehen hier. Das ist krass. Es wird eine Weintraube. Ja. Darüber hinaus wird es eine Erdbeere. Meistens wollen wir beide drehen, also wirklich wieder ein 100 oder 2. Alter, so eine Hand, wenn du die Oha verlierst, dann sagst du gut. Thank you.
So good with me. Hmm? You play perfectly with me. I should fold pre-flop. Yeah, I know you should. Because you cannot beat my hand pre-flop. Yeah, that's why I say it. I should fold pre-flop. That's how it for you. For us. He kills me every hand, now he doesn't have nothing. Wie gefällt dir Wien? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Seit wann bist du? Ich bin hergezogen Anfang des Jahres März. Nee, schon so früh. Aber ich war viel weg. Also jetzt gerade erst. Ja, das stimmt. Ein bisschen fester in Wien. Mhm. Dimitri wie? Holier. Na ja, gut, ich meine. Nee, unbekannt. Ja, der Markus kennt dich ja schon. Ich kenne dich aus dem Facebook. Wow. Wir Facebook-Freunde. Wir haben ja geschrieben. Wie lange ist das ja? Ich würde sagen 2 Jahre. Ah. Ein Jahr, 2 Jahre. Bezüglich herziehen oder so? Genau. Ja? Ja. Alles klar. Sorry. Alles Reads. Alles Reads. Wir machen ja ein Meeting, dann sagen die uns, was du jetzt hier die ganze Zeit wegschmeißt. 7 Mark in Reels und 1.000 in Reels. Wir hatten uns nachts, glaube ich, in der Lobby von Madara getroffen. Das kann sein, ja. Ich war mit der Zeitung nicht in Boxershorts, sondern in Basketballhose. Und dahin von Basketballhose. Stark, war der Abend, wo war alle rüber ins Winsel? Alle, ja, ich halt nicht. Ich weiß nicht, wo haben wir getroffen? In der Lobby von Madara. In der Lobby von Madara. Na gut, da ist es. It's time for me to win one pot with you. Diesen Jahr wahrscheinlich jeden Maybe. Getroffen. Ja. Yeah. Was did you make it? 17 or 16? Ja, das erzählt, wie gut es gelaufen ist. Das war wahrscheinlich noch in der ersten Woche. Also nicht wirklich gut gelaufen. Ah gut, dann war es schon später. Cool. Nee, aber in Vegas kann ich echt sammeln. Schön, wenn ich irgendwelche geilen Badbeat-Stories brauche, einfach ab nach Vegas gucken. So was? Ach, dafür reicht Skype, da brauchst du nicht. Ja, aber so selbst erlebte, insbesondere. Mit vielen Emotionen vorgetragen. Ja, ist klar, sicher. Die anderen sollen ja mit traurig sein. Ja. Quartz.
Ja, ja, klar. Wo lebst du denn? Was im Bett? Wir sind gerade jetzt eingezogen in der Wohnung hier im 7. Also es sind mehrere Leute? Zu zweit, ja. Zu zweit. Mit einem Freund. Das ist in der Nähe vom Museumsquartier. Super. Ja, perfekt für Leute. Perfekt für Leute. Eine wunderschöne Gegend. Vor allem, wir haben richtig Glück im Haus gehabt, ist in der Stadt und im Innenhof von anderen Häusern. Also, super. Also ruhig auch noch, ja. Das ist nice. Wie viel online? 3, 4, 5. Ich habe angefangen zu studieren. Ah, okay. Was? Ich spiele ja auch online. Ja, was? Was studierst du? Internationales Business. Wie heißt das? IBW heißt das hier, glaube ich. Okay. Also Sprachen. Ja. Sprachen und? Sprachen, Wirtschaft, Recht. Gemixt. Studierst du auf der WU? Genau. Jeder. Selbst. Das Mädel, was für die Schminke verantwortlich ist. Ah, okay. Was machst du für eine Sprache? Ich habe jetzt zwei angefangen, aber ich habe sie beide schon abgebrochen, weil ich erstmal die anderen Klausuren bestehen will, bevor ich Sprache mache. Eigentlich will ich Französisch und Russisch sprechen. Ach, das ist 1050. Du bist auch in der WU? Ich war mal. Achso, abgeschlossen oder nein, sich selbstständig gemacht?
So in der Zone. Warst du in der Rechtsrichtung oder in der Wirtschaftsrichtung unterwegs? Normales Gewicht. Keine Lust auf Sprachen und Auslandssemester gehabt? Im Nachhinein schon eigentlich, aber damals nicht. Ja, deswegen habe ich es gewählt. Lust auf Sprachen und Lust raus. Ja, na jetzt lerne ich auch Spanisch. Aber ich überlege, im Frühjahr nach Brasilien zu fliegen. Die sprechen ja Portugiesisch. Portugiesisch. Irgendwie, die Sprache sagt mir nicht so, ich weiß. Portugiesisch? Ja, ich mag Französisch viel lieber als diese Sprache. Portugiesisch auch teilweise manchmal. Ja, schon gut, ja. Als Spanisch lieber. Ja, ja. Das soll doch recht ähnlich sein, oder? Bisschen ähnlich, ja. Also die bei 2000. Die Aussprache ist halt ganz anders. Die Aussprache ist schöner. Im Portugiesisch, ja. Findest du? Ich finde ja, find ich schon. Ja. Ja, deswegen mag ich Französisch. Das ist melodischer, schöner. Italienisch. Gut, davon habe ich keine Ahnung. Also vielleicht das erstmal. Aber mir hat mal wer gesagt, der fließend Französisch spricht, dass er lieber Italienisch könnte. Hätte das gelernt, wäre er froh. Mit welcher Begründung? Dass ihm einfach die Sprache gut gefällt. Er kommt halt. Ich habe ihn in Vegas kennengelernt und er kommt aus derselben kleinen, winzigen Stadt, aus der ich komme, in Deutschland. Und wir haben uns in Vegas entwickelt. Das ist gut. Das ist geil. Ja. Ach, 4.100. Ist das jetzt mein Spanier, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bitte, wenn du nicht irgendwie, dass du in das kleine Gläsern trinkst. Okay, Service. Hat er schon ein Glas? Dimitri? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seins ist. Danke. Also, es war nicht deins. Paracetamol getrunken, Vitamin C und. Genau. Ein Salat gegessen. Ja, voll gepumpt mit irgendwelchen Medikamenten. Mein Kopf dröhnt. Kein Wunder, Hamburg, dass du gegen jede drei Welt von mir vorgehst. Ja. Nee, ich hab doch Respekt. Deswegen tue ich's. Darum geht es nicht. Das hört man gern. Du hast die Staffel nicht mitgespielt. Was? Squash in Wien gespielt? Nein, in Wien habe ich nie Squash gespielt. Aber da gibt es genügend Center. Ich habe auch schon Jahre nicht mehr Squash jetzt gespielt, muss ich sagen. Das ist gut. Aber jetzt geht's ab, jetzt geht's richtig. Ja, aber mit optischen Extremen. Ja, das ja, macht Spaß. Aber wir müssen spielen und ich darf am Abend nichts vorhaben. Und ich kann am Abend so sein. Nee, am nächsten Tag nichts vorhaben. Am Abend geht, dann spürt man noch nichts, aber am nächsten Tag kommt es. Weißt du, ich fahre dann heim nach Salzburg, gell? Gleich im Anschluss. Achso, du kommst aus Salzburg. Ich bin Salzburger, ja, ich bin Salzburger. Wenn du aus der Ecke kommst, wir wollen Skiurlaub in Ischgl machen. Super. Wie kommt man dahin? Zug, Auto, Taxi, Flugzeug? Zug easy. Zug kommst du easy hin, da kommst du mit Flugzeug hin, da landest du in Innsbruck und kommst in Innsbruck, ja. Und fahrst aber doch, ich denke mir noch ein Stück, bis es dann mit Taxi fahren ist. Also wenn ich es angenehm Also Zug habe ich mir auch überlegt. Zug ist absolut okay. Durch Österreich einmal gefahren, war schön und ruhig. Und ja, ist perfekt. Premium Glas zum Beispiel. Genau. Ja, ist perfekt. Genau das. Macht Sinn. Also Ischgl ist super. Also Après-Ski, Party, Skifahren, gutes Essen, also alles gut, ja. Super Skigebiet. Nur Skifahren müssen wir noch lernen. Das kommt. Das ist nicht so schlimm, das lerne ich schon. Ja, der hat einiges vor, ich meine. Super. Finde ich geil.
Und wenn du mal irgendwann in Salzburg bist, dann jetzt zum Skifahren, dann rufst du mich an. Dann mache ich dir den Skilehrer. Aber das dauert. Dann mache ich dir den Skilehrer. Und den Abfahrtskilehrer. Ich glaube, ja. Beides. Auf Skifahren habe ich richtig Lust. Ich habe überlegt, Snowboarden oder Skifahren. Na, Skifahren, unbedingt. Zum Anfang erstmal Skifahren. Unbedingt. Lernt man schneller und man kommt schneller den Berg runter. Du hast einfach diese Gehwege nicht, wenn du Speed, wenn du schnell fährst. Ich schätze schon, dass du richtig schnell fahren wirst, zu Beginn dann. Nee, dann liege ich, ja. Genau, dann liege ich schneller als ich fahre. Nein, aber es ist, Skifahren macht schon mehr, also meiner Meinung nach mehr Sinn. Ja. Mach ich nicht. Mit dem, ich schaue, dass ich Skifahren erst kann und dann, wenn ich Lust habe, mache ich wirklich so. Du kannst ja mit dem Skiern genauso viel machen. Du kannst springen, du kannst schnell fahren, du kannst carven, wenn du gut am Ski stehst. Ja. Ja. Und wenn du jetzt, ich denke, wenn du jetzt die gleiche Zeit investierst in Snowboard oder in Skifahren, hast du wahrscheinlich mehr Spaß im Skifahren als im Snowboarden. Also jemand, der beides gut kann, hat mir gesagt, er hat beim Snowboarden mehr Spaß. Er meint halt zum Beispiel, wenn ich Tiefschnee im Wald, wenn du irgendwo eine Lücke in den Wald ziehst, okay, kommst du mit Skiern nicht so leicht das dran. Ist klar. Snowboard. Snowboard, wenn du gut Snowboard fährst, dann natürlich Wald, Tiefschnee, ist natürlich perfekt, ja. Aber wenn du gut Ski fährst, macht es auch Spaß. Ja. Ich nehme einfach an, ich bin ein Naturtalent. Wir versammeln da Action. Ja. Oha. Das war's. Ich guck nur hier. Schild. Ja. Sieht aus wie Europäer, aber es ist sicher, garantiert. Mein Film ist voll in dieser Firma, das ist Sixes. Oder? Ja. Also wenn er jetzt einen A-Type-Lush-Store hatte, dann hat er es gut geschafft. Jo. Wenn wer den A-Type-Lush-Store hatte? 7-8. So, jetzt fangt schon mal an. 15 Uhr, wir sowieso einen Termin, also 15 Uhr. Fangt schon mal an. Stellen wir hier so ein kleines Schild hin, wo Markus Golzer draufsteht. Ja, genau, macht das. Reserviert. Ja, 15 Uhr. Da kommt doch 15 Uhr. Kein Schwarz. Ist auch mit ja. Wie soll ich auch ausgehen? Hat's erledigt. Ist der Drehbold im Haus? Hat's erledigt. Keine Chance. 15 Uhr ist hier morgen noch keiner fit. Markus. Hast du kurz Zeit, bitte? Ich würde trotzdem gern sofort loswerden. Du beginnst morgen 15 Uhr? 8 nach 10 Uhr ist. Auf 5,50. Was hast du für einen Grund? 3 voll. Wer hat das gesagt? Lieber, wir können uns um 6 Uhr ausmachen, wir beginnen. 18 Uhr wäre super, ich glaube, dass da jeder dafür ist. Aber wir haben gesagt 15 Uhr.
Wir haben ja um 15 Uhr gefragt. Wellnessen, trainieren. Das stimmt. Aber sonst wüsstest du ja auch nicht, was da machen mit der Kurs. Ja, nein, ich weiß überhaupt nicht in meiner Zeit, was ich anfangen soll. Das ist echt furchtbar. Im Sommer ist es klar, wenn du draußen sitzen kannst, irgendwo, was du hast. So stehst du Mittag im Hotel auf, gehst was trinken, gehst was essen. Und nachher ist es 2-3 am Nachmittag, was tust du noch bis um 6 Uhr? Im Keller unten gibt es ein Fitnesscenter. Hast du das schon mal gesehen? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Am Weg zum Pool verlaufen. Nein, nicht zur Massage. Ich mach mein Schokopudding noch reserviert, sonst kommt er. Und gestern ins Fitnesscenter geschaut, ist nämlich alles aus Glas. Ah, heute war ich wieder brav. Ich hab beim Trainieren zugeschaut. Ich hab mal reingeschaut ins Fitnesscenter. Wer jetzt Training sagt, was war das für ein blödes Call und du sagst, stimmt, oder?